Es ist ganz schwierig, was zu finden. Dieses Mal war ich mega enttäuscht. Ich habe echt das Gefühl, dass Deutschland da so ein bisschen noch im Winterschlaf steckt. Und auch das war ein totaler Flop. Damit hätte ich im Leben nicht gerechnet. Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einem Video, was ich so gar nicht geplant hatte. Meine Mutti und ich, wir waren ein paar Tage in Wien. Ich hatte dort geschäftlich zu tun und wir haben uns bei der Gelegenheit auch die Stadt angeschaut. Sprich, wir haben uns auf die Spuren begeben von Kaiserin Sissi und von Mozart. Und das war auch alles sehr interessant. Aber das, was uns dort kulinarisch erwartet hat, damit hätte ich im Leben nicht gerechnet. Ich war total beeindruckt, wie einfach es ist, sich vegan und gesund und vollwertig zu ernähren. Es gibt an jeder Ecke Bowls oder Salate und sehr viele Süßspeisen ohne Industriezucker und ohne Gluten. Und auch mischköstliche Restaurants haben fast alle mindestens 2 bis 3 vegane und vor allem cleane Optionen. Nun bin ich ja recht viel auch in Deutschland unterwegs und da stelle ich immer wieder fest, es ist ganz schwierig, was zu finden, was nicht nur vegan ist, sondern eben auch clean und was auch noch lecker schmeckt. Und selbst in Großstädten wie Berlin, München, Hamburg, Frankfurt, Köln, Stuttgart, Düsseldorf und so weiter, da hast du leider in ganz vielen veganen Restaurants vor allem Burger und Pommes oder irgendwelches Fastfood. Und wenn es dann mal was Gesünderes gibt, zum Beispiel Bowls oder so, dann haben sie mir meistens überhaupt nicht geschmeckt. Ich war zum Beispiel das letzte Mal auswärts vegan essen in München in einem Restaurant. Da war ich auch schon vor einigen Jahren und damals war das Essen wirklich richtig gut. Also ich war total begeistert. Dieses Mal war ich mega enttäuscht. Ich hatte grünen Spargel mit einem cremigen orientalischen Dip. Der Spargel war total verbrannt, der Dip viel zu sauer und total wässrig. Also da war nichts mit vollmundig cremig. Und ich hatte dann auch noch eine Bowl mit sehr viel Blattsalat, viel zu salzigen Erdnüssen und dann gab es auch noch geschmacksneutralen Tofu und kaum Dressing. Und auch das war ein totaler Flop. Ich habe echt das Gefühl, dass Deutschland da so ein bisschen noch im Winterschlaf steckt, zumindest was gesundes, veganes und leckeres Essen anbelangt. Also irgendwie haben uns unsere Nachbarländer da einiges voraus. Das habe ich festgestellt in Amsterdam, ich habe es gemerkt in Zürich, in Luzern, in Salzburg und jetzt aktuell auch wieder in Wien. Und genau davon möchte ich dir ein paar Eindrücke zeigen. Am ersten Tag waren meine Mutti und ich im Veggie-Salzgrieß und für sie gab es als Vorspeise einen richtig leckeren Falafel-Wrap mit ganz viel Gemüse und einem genialen Dressing. Das war alles wirklich super abgewürzt. Als Hauptgericht hatte sie eine glutenfreie Pasta mit verschiedenem Gemüse in einer Curry-Kokossoße und Kokosraspeln und auch das hat fantastisch geschmeckt. Wir machen das übrigens immer so, dass wir die Gerichte gegenseitig kosten und ich muss wirklich sagen, die Aromen haben perfekt harmoniert. Ich hatte als Vorspeise glutenfreie Toasties mit einem Gurken-Hummus bzw. Hummus, marinierten Cherry-Tomaten und Karottenraspeln und das war wirklich eines der besten Hummus-Rezepte, was ich jemals gegessen habe. Als Hauptgericht gab es eine Falafel-Bowl, auch wieder mit diesem fantastischen Hummus und einen sehr leckeren Joghurt-Minzdip. Als Dessert hat sich meine Mutti eine vegane Sachertorte gegönnt und ich hatte einen rohköstlichen Bounty Cheesecake und eine Schoko-Avocado-Mousse mit Beeren. Und auch das war alles super, super lecker und vor allem ganz natürlich gesüßt, also ohne Industriezucker und es war auch noch glutenfrei. Am zweiten Tag gab es für meine Mutti einmal Süßkartoffelpommes mit diesem fantastischen Hummus. Also wir waren wieder im Veggies und dann hatte sie noch eine große Salatbowl mit veganen Protein-Gyros und einem Balsamico-Tzatziki. Ich hatte wieder die leckeren Toasties mit dem Gurkenhummus und dieses Mal habe ich eine High-Protein-Poke-Bowl probiert, unter anderem mit Sprossen, Gurken, frischen Wildkräutern, Salat, ein bisschen Sesam und einer Wasabi-Mayo und auch das hat absolut grandios geschmeckt.
Anschließend waren wir noch in der Simply Raw Bakery. Dort gab es für uns jeweils 2 Stückchen vegane Rohkosttorte, einmal die Sorte Schoko-Orange und eine Art Bären-Cheesecake. Und dann haben wir uns noch reingeteilt in ein Bananenbrot, eine Peanutpraline und einen Hello Dolly Bar, sprich ein sehr nussig-crunchiger Keksriegel aus mehreren Schichten. Und auch das war alles glutenfrei, es war roh vegan und es war alles natürlich gesüßt, ohne raffinierten Zucker, also auch wieder sehr clean und vor allem super, super lecker. Am dritten Tag waren wir im Plain Kitchen Vienna und da gab es für meine Mutti eine Caribbean Bowl, unter anderem mit frischem Blattgrün, einer scharfen Mayo, Tomaten, veganen Scampi, einem Ingwer-Ahorn-Dressing, etwas Erdnussmus, Süßkartoffelchips, Avocado-Creme und Kokosflocken. Ich hatte eine Salatbowl mit Wurzelgemüse, Rotkohl, Äpfeln, würzigen Kichererbsen, einer Wasabi-Mayo und einer Trüffelcreme. Und dazu gab es auch noch Granatapfelkerne und diverse Nüsse und Saaten. Als Vorspeise hatten wir uns reingeteilt in ein Dip-Trio aus rosa Hammes, einer Oliventapenade und einer würzigen Avocado-Creme. Dazu gab es glutenfreies Öffelbrot und Süßkartoffelchips. Und als süßen Abschluss haben wir uns 3 vegane Rohkosttorten gegönnt. Einmal Schoko-Orange, dann eine Himbeertorte und einen Heidelbeer-Cheesecake. Und auch diese ganzen Gerichte waren echt bombastisch lecker und wir haben wirklich jeden einzelnen Bissen davon genossen. Ja, wie du gesehen hast, meine Mutti und ich, wir haben es uns richtig gut gehen lassen und es war auch mal schön, dass wir uns einfach mal bedienen lassen konnten und wir mussten nicht alles selber zubereiten. Übrigens, wir haben die ganzen Tage über auch jeweils nur eine Mahlzeit gegessen, weil das war alles sehr, sehr nahrhaft und sättigend und es war vor allem super lecker und wir hatten richtig viel Energie, also wir sind im Schnitt auch um die 20 Kilometer gelaufen und das war alles in allem ein extrem gelungener Ausflug nach Österreich. Ich möchte an der Stelle mal einen kleinen Aufruf starten. Und zwar würde ich dich bitten, wenn du Restaurantempfehlungen hast, wo es wirklich leckeres, gesundes, veganes Essen gibt, also vor allem clean und vollwertig, dann schreib das bitte unbedingt unten in die Kommentare. Vor allem bin ich ja auch viel in Großstädten unterwegs, sprich Berlin, München, Hamburg, Frankfurt, Köln und so weiter. Und da nehme ich mir schon immer ganz oft selber mein Essen mit, aber es ist eben auch mal schön, sich einfach irgendwo hinzusetzen und sich da kulinarisch verwöhnen zu lassen. Also wenn du da einen Tipp hast, dann sei bitte so lieb und teile den mit. Dafür wäre ich dir wirklich sehr, sehr dankbar. Ansonsten war es das mit dem Video. Ich hoffe, dir hat es gefallen und ich würde mich freuen, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Bis dahin, bleib maximal vital. Alles Liebe, deine Fanny.